Ein Chin. Ja, das hier ist ein Chin. Talisa, seid willkommen. Ihr seid ein wenig später entkommen, als ich gehofft hatte. Ich bin Ataka. Seid willkommen in meinem kleinen Reich in diesem Kerker. Ich versuche es in einem Zustand zu erhalten, der ansprechender ist als der Rest. Hab Dank, wie kommt es, dass ihr meinen Namen kennt? Was geht hier vor? Ich bin entkommen. Jetzt frage ich mich, welche Rolle ihr bei meiner Gefangennahme gespielt habt. Ihr müsst mich entschuldigen, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, um mit euch zu sprechen. Ich bin entkommen. Ich frage mich, was für eine Rolle ihr gespielt habt. Sorgt euch nicht, Talisa. Es hat mir so gefallen, wie ihr durch Baldurs Tor gestolpert seid, dass ich kein Interesse daran hatte, euch in Gefangenschaft zu nehmen. Eure philosophischen Ansichten interessieren mich nicht. Beantwortet meine Frage oder spürt meinen Zorn. Mit einem Djinn sollte man sich nicht so leicht anlegen. Das sind recht starke Kämpfer. Wenn ihr nicht so an meiner Gefangenschaft schuld gewesen seid, was wollt ihr dann von mir? Könnt ihr mir irgendwie helfen? Es scheint so, als ob ihr nicht die Absicht habt, mich zu unterstützen. In diesem Fall muss ich mich verabschieden. Ja, könnt ihr mir helfen, wenn ihr sich daran interessiert seid. Welche Unterstützung von mir bekommen könnt, hängt ganz von euch ab. Seid ihr dazu bereit, mir eine Frage zu beantworten? Ich werde euch eure Fragen beantworten, und wenn es nur dazu dient, etwas Sinn in diese ganze Situation zu bringen. Ich bin nicht bereit, euch irgendwelche Fragen zu beantworten. Zu welchem Zweck? Was bringt es euch, wenn ihr mir eine Frage stellt? Fragen wir mal. Die Pfade, die vor Talisa liegen, gabeln sich 1000 Mal auf, aber eure Pfade sind ebenfalls zahlreich. Es ist ungewöhnlich schwer für mich zu erkennen, was in der Zukunft liegt. Ja, er spricht in Rätseln halt. Alles, was ich wünsche, ist eine einfache Antwort. Neige die Waagschale dieses Mal in meine Richtung und ich werde sie zurück in eure Richtung neigen. Werdet ihr mir meine Frage beantworten oder werdet ihr es weiterhin auf eigene Faust versuchen? Ja, ich werde diese Frage beantworten. Dann lasst mich euch eine hypothetische Frage stellen. Ihr und euer Bruder seid in getrennten Zellen eingesperrt. Ihr könnt euch nicht miteinander verständigen. Der Magier, der dafür verantwortlich ist, taucht auf und spricht zu euch. Er erklärt euch das sadistische Spiel, das er geplant hat. In jeder Zelle befindet sich ein magischer Knopf. Wenn ihr euren Knopf drückt, aber euer Bruder den seinen nicht, werdet ihr sterben und euer Bruder wird freikommen. Wenn euer Bruder den Knopf drückt und ihr nicht, stirbt er, aber ihr kommt frei. Falls keiner von beiden seinen Knopf drückt, sterben beide. Wenn jeder von euch euch den Knopf drückt, werdet ihr beide sterben. Der Magier erklärt euch, dass ihr Zeit habt, euch zu entscheiden, bis der Sand durch eine Sandung geronnen ist. Das wird eine Stunde dauern, dann verschwindet er. Das ist verrückt. Knöpfe sind nicht zu meinem Verlies zu entfliehen. Ich würde diesen Knopf zerschmettern und den Zauberer platthauen, weil er uns so einen Streich gespielt hat. Aber sicher doch, da habe ich ja keinen Zweifel, Minsk. Aber es ist doch nur eine hypothetische Frage und ich möchte eine Antwort hören, die aus der Weisheit von Talisa entspringt und nicht aus eurer Ungeduld, ja. Djinns haben halt Humor. Sag mir, Talisa, drückt ihr den Knopf? Ich drücke den Knopf nicht, ich weiß es nicht. Also wenn ich den Knopf drücke, werde ich auf jeden Fall sterben. Es gibt aber eine Wahrscheinlichkeit, dass mein Bruder überlebt. Drücke ich den Knopf nicht, da werde ich vielleicht überleben mit einer Chance von 1 zu 4. Hier wird mein Bruder mit einer Chance zu 1 zu 4 überleben. Und da Talisa ja ein guter Charakter ist und wir ja hier nicht gerade über Sarivok reden, sondern über einen anderen Bruder oder vielleicht in dem Fall einfach über Imoen als unsere Schwester, wäre es doch besser, die 1 zu 4 Chance zu nutzen, sie zu retten, als die 1 zu 4 Chance zu nutzen, uns zu retten. Also drücken wir den Knopf. Interessant, man kann keine Tat begehen, ohne mit den Konsequenzen leben zu müssen. Besonders dann nicht, wenn man dem Pfad des Edelmuts folgt. Und gut, setzt euch damit auseinander, edelmütige Frau. Ja, er beschwört einen Ogermagus. Okay, okay. Dem wir einfach mal ein bisschen was verpassen werden.
Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. So. Ja, war gar nicht mal so schwer. Gut gemacht. Es scheint so, als ob ihr mit den Konsequenzen eurer Taten gut fertig werden könnt. Als Gegenleistung dafür, dass ihr meine Laune befriedigt habt, gebe ich euch einen Rat. Sucht Rilev auf. Er wartet auf solche wie euch. Rilev. Gewährt ihm die Freiheit, nach der er sich sehnt, und ihr werdet sehen, dass der Fokus eurer Reise bald offensichtlich werden wird. Lebt wohl. Ja, Geisterhammer. Und der Ogre hat was gedroppt gehabt. Ein bisschen Geld und ein Bastardschwert, was wir leider nicht mehr benutzen können. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, haben wir Tagebucheinträge? Nein. Das ist einfach nur ein Hinweis gewesen für uns. Hier oben ist wieder eine Toilette. Ach, Goblins. Und ja, wieder eine Tür. Und wie man sehen kann, draus schließen kann. Für diese beiden Türen wurde in denselben abgeschlossenen Raum gerade. So, sacken wir mal alles ein, was hier so rumliegt. Und dann bleibt uns nur der Weg weiter hier gerade. Und ja, wir heilen Minsk ein bisschen. So, Minsk ist geheilt. Ja, Minsk sieht ein bisschen besser aus. Ich übrigens auch. Eine große Herausforderung. So, noch mehr Goblins. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Los, verstanden. So, immerhin beschwört man da hinten ein paar Kreaturen. Ja. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Ein Kobold-Kommando und ein normaler. Ne, zwei Kobold-Kommandos. So, solange die halten, kämpfen wir weiter. Okay. Das hat unsere Kobold-Kommandos ordentlich umgehauen. Auf geht's. Schön. Nur Minsk wird davon nicht umgehauen. Ach herrje, wo kommen die Goblins her? Stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange. Ja. Ist was los? Einverstanden. Na, darf Minsk ordentlich kämpfen? Was möchtet ihr? So. Ich denke mal, bevor jetzt hier noch was Böses passiert, halt wär's bei Minsk ordentlich. So, halt ihn nochmal leicht nach. Ja, schon erledigt. Ein Immun. Ich bin bereit. So. Gut. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Zeit aufzubrechen. Wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Ja. Auch einen Langbogen, den wir nicht benutzen können, aber jede Menge Pfeile. So, damit haben wir zu viele Bögen bei Imoen. Also gehen Bögen mal zu Yahira rüber. So. Gut. Also Pfeile haben wir jetzt genug. Eine Schriftrolle. Ja, verstanden.
noch mehr Äxte und so weiter. Und eine Identifizieren-Rolle. Identifizier doch mal die Pontalons. Die sind nämlich aus dem ersten Teil noch, weil wir die halt mit uns rumgeschleppt haben. Dürfen wir sie jetzt weiter mit uns rumschleppen. So, den Zauber kann sie ruhig mal lernen. Keine große Herausforderung. So, das hier sieht wieder wie eine Gefängniszelle aus. Pfeile. Für Imoid. Ein Heiltrank und ein Flammenpfeil. Jo. Ein Heiltrank für uns. Was gibt's hier noch? Ein schöner Schild. Ein Krummsäbel. Ein Langschwert und noch was anderes. Das wird ein Langschwert plus 1 sein, was uns allerdings nichts bringt, außer es zu verkaufen. Das ist ein normaler Schild. Der müsste dezent besser sein als eine Tatsche. Minus 1 Rüstung. Naja. Sieht auf jeden Fall besser aus. Dann können wir ihr nämlich den Speer wegnehmen und ihr den Krummsäbel geben. So, genau. Okay, okay. Schön. So, Imoen hält sich bei der Fallenausschau. Das hier ist der Abwassergolem. Noch ein Krummsäbel. Magiebann. Magiebann hebe ich auf. Das gebe ich nicht, Imoen. Das lege ich bei Yahira ab. Uns fehlt allerdings immer noch. Ja, nun. Ein Bogen. Hallo, dieses Mal. Meister, seid ihr das? Ihr habt mir keine Augen gegeben und ich kann euch nicht sehen. Ich bin nicht euer Meister, aber ich würde gern wissen, wer er ist. Was seid ihr und wozu dient ihr? Ah ja, ich bin es. Habt ihr für mich die Dienste erledigt? Wer seid ihr und wozu dient ihr? Ich bin ein Diener aus der Magie des Meisters geboren. Er hat mich ersonnen, damit ich die Kanäle reinige und den Wächter füttere. Was ist der Wächter? Er ernährt sich von Schmutz und Überresten der Gefangenen. Wenn es nicht Zeit ist, meine Pflichten zu erfüllen, dann muss ich wieder ruhen. Ja, ich würde gerne wissen, wer euer Meister ist. Ich darf nicht über ihn sprechen. Wenn es nicht Zeit ist, die Pflichten zu erfüllen, dann muss ich weiter ruhen. Fragt nur. Okay. Was immer ihr wünscht. Hier scheint eine... Also die Kanäle sind wohl das hier. Und ja, ich tue ein bisschen so, als ob ich mich nicht auskenne. Dabei kenne ich das Spiel schon einigermaßen. Ich habe es ja schon mehrmals angefangen, ein paar Mal durchgespielt. Jedenfalls das Hauptspiel. Au. Verdammter Dampfmephit. Geht klar. Au. So, Dampfmephit ist tot. Ah, da ist endlich der Kurzbogen. Sehr schön. Wenn ihr es wollt. Ach ja, und Imoen hat Heiltränke gefunden. Die gehen mal an Minsk. Ich nehme die kleinen. Ich warte. So. Wurde aber auch Zeit. Sie hat keine Heilzauber mehr. Na
dann heile ich mich mal ordentlich hoch und heile Blitz. So. Dann gucken wir uns den Raum erstmal zu Ende an, weil es hört sich so an, als ob hier noch irgendwo etwas genau rumwuselt. Ein Eisenmephit. Oh, das wird sicher Spaß machen.